Willkommen zurück zu FIFA 12. Wir sind am 9. Spieltag angekommen. Ja, wir haben ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen vor uns. Jo, dann gucken wir mal. Mal wieder auf die Energie reingucken. Oh, oh. Der gute Bastürk, das war ja nicht so. Ja, Rupp. Tue ich Neustädter erstmal mit rein. Arango. Da wird der Rupp mal für einspringen, die erste Halbzeit. Und gegen Hanke wieder. So. Das lassen wir erstmal so. Letzten beiden Spiele liefen ja ganz okay. So. Ja. Ach Gott. Medien sollen sich mal nicht so viel Sorgen um meine Spieler machen. So, dann wollen wir mal. Dam, dam, dam. Och komm. So. Können wir mal einen Schuss probieren. Drinne, super. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ach, die Begrüßung der Kommentatoren ist doch schon immer was Feines. So, überspringen wir das mal. Die Tabelle. Wir sind immer noch auf dem dritten. So kann man auch Auswärtsspiele ohne Druck angehen. Wenn man in der Fremde ein paar Punkte stehlen kann, umso besser. Ja, wir sind nicht gerade Favorit in dem Spiel, aber wir wollen mal hoffen einfach, dass es was wird. Wir haben Anstoß. Vielleicht ein gutes Omen, aber ich befürchte. Also erstmal bleibe ich hier bei mir in der. Ah. Fuck. Wow, wow, wow. Ein Unentschieden wird mir echt reichen, gebe ich ehrlich zu. Ah, das war schlecht. Ah, wir müssen hier echt. Ah. Wir werden es sehen. Oh, scheiße, 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 scheiße. Nein, Renate. Oder Renato. Entschuldigung, falsch gelesen. Ja, genau. Fickt euch doch. Komm, nein, nein. Also der ist auch heute wieder für ein, zwei Tore gut. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Jetzt kann ja. Ah, shit. Eckball. Eckball. Dreck. Jo, können wir überspringen. So, komm, dann schieß mal. Versuch's mit dem Kopf. Da passte ja. Tja, Rolfes, du armes. Ja, egal. Wir wollen hier nicht beleidigt werden. Wir sind ja fair. Wir sind faire Sportsmänner. Pa. Entschuldigung. Ah. Also ich bin echt gespannt. Ah, fickt euch doch. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Wow, wow, wow. Naja. Werfen wir mal da, dann nach oben. Ah. Die stehen aber auch scheiße für uns. Aha. Super. Nur, dass wir scheiße in Freistößen sind. Komm, passen wir mal zu dem. So sieht ein Pass aus.
die Situation ist bereinigt. Ja! Super, Freunde. Ja, kommt, meine Freunde. Lasst euch umarmen. Super, 1-0. Durch mehr oder weniger Schwein. Oh, 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 das ist bitter. Ein bitteres Tor, aber Tor ist Tor. 1-0 für uns. Komm. Komm, ich will den hier unten nehmen, ey. Der nimmt total falsche Spieler. Fuck, ja, genau. Ja, komm, Renato, freu dich doch ein Ast. Scheiße. Halt doch die Fresse, scheiß Kommentatoren. Ja, 1-1 jetzt. Na. Aber ich habe eh, gebe ich ehrlich zu, mit einer Niederlage hier jetzt gerechnet, weil, ne? Naja. Redet er gerade von uns oder von Leverkusen? Ich weiß es gerade nicht. Ich gehe mal eher aus von Leverkusen, weil so gut haben wir jetzt auch nicht gespielt. Nein. Oh, was stehen die denn alle so scheiße? Ah. Super. Das war super. Ja. Zu ihm. Zu ihm. Fuck. Nur ein paar Zentimeter sozusagen, aber. Naja. Ja, komm, komm. Versuchen wir mal von da oben was zu machen. Bisschen Zeit ist ja noch in der ersten Hälfte. Danach werden wir erstmal wieder gucken, wie es hier so steht. Mit wieder der Erholung und allem. Ach, fuck. Ja, das ist genau so, dass es manchmal schon fast bewusstlos wirkt, wie er da vorne rumsteht. Aber in den entscheidenden Momenten ist er. Oh, was ist das denn hier? Renato Augusto. Jetzt liegt er da, oder wie? Schwab. Ja, bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön. Was ist das denn? Ja, genau. Nee, kann er nicht mit den Schüssen. Boah, verpiss dich doch, scheiß Leverkusener, ey. Können wir versuchen, durch die Mitte durchzukommen. Ja, sicher doch. Marco Reus. So. Ja, erste Halbzeit rum. Wir wechseln jetzt erstmal ein paar Leute wieder aus. Ja, Frank, ich habe eine gute erste Hälfte gesehen. Kannst du mir dazu stimmen? Ja, war ganz okay. Ich hätte uns schlechter eingeschätzt, aber ein Unentschieden reicht mir auch, ehrlich gesagt. Ja, keine großen Überraschungen. Oder habe ich jetzt irgendwas nicht gesehen? Ach, egal. Konzentrieren wir uns auf unser Spiel hier. Mal kurz gucken, wie die jetzt sich so alle. Ah, super. Hä? Jetzt sind die auf einmal alle wieder. Ach so, das ist wegen den Wochentagen. Ich gucke immer direkt nach einem Spiel. Ich bin auch ein Vollidiot. Ja, komm. Das war, ist jetzt Fail. Jetzt hat sich das auch geklärt, dass die jetzt auf einmal wieder alle gut drauf sind. Das liegt echt nur an den. Ich gucke ja immer nach, so direkt jetzt nach dem Spieltag in die Mannschaft. Ich muss echt am Spieltag noch selber gucken. Fuck. Ja, komm. Können wir überspringen? Ja, Schürrle. Ja, lauf doch aus dem Stadion. Da habe ich jetzt zu viel gelabert gerade. Egal. Niederlage können wir abhaben. Wir stehen sowieso schon durch unser angefangene Saison auf Halbprofi schon viel zu gut in der Tabelle eigentlich, als das normal der Fall wäre. Aber ich habe jetzt meine Schwierigkeitsgrad gefunden. Ich bleibe auf Profi. Marco Reus.
Die verstehen sich blind. Nein, nicht zu. Oh, doch, gut, 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 gut. Ich dachte jetzt, der hätte den Ball schon wieder. Fuck. Komm, 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 komm. Ah, ja. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Da gibt überhaupt nichts zu mosern. Ah, ne. Ihr seht, Freistöße ist nicht so meine Liga. Komm, mach doch deinen scheiß Abstoß. Ah. Komm, wir müssen noch einen Anschlusstreffer kriegen. Meine Güte, ist der schnell. Ja, und das ist eben schwierig zu verteidigen. Fuck, fuck, fuck. Ein Pass wie aus dem oh, Hilfe. Wir dürfen uns jetzt hier keine Kla... Jetzt kommt, läuft der schon wieder da mit dieser scheiß Gladbacher. Gladbacher, ich meine Leverkusener. Wir müssen jetzt uns echt konzentrieren und noch einen Ausgleich schießen, weil kassieren wir jetzt noch eins, dann war es das. Marco Reus. So, ah. Ja, genau. Ja, das könnte was werden. Schön verteidigt. Tja, wie der Ball da durch die eigene so. Ja. 2-1, das ist nicht schön. Hanke. Was? Oh. Ja, jetzt kriege ich den Ball erst wieder ganz hinten bei uns im Feld. Das. Ja. Der Torwart hat uns. Ey, bleib doch mal stehen. Marco Reus. Was ist das denn? Marin. Boah, seit wann ist Marco Marin in Leverkusen? Wunderbar herausgespielt. Keine Ahnung. Komm, geht mal schön wieder alle zurück. Viel zu schwach, viel zu harmlos. Kein Problem. Das wird jetzt gleich. Das ist knapp jetzt hier wieder. Aber ein Punkt wäre. Oh! Diese Drecks. Ist, unser Passspiel ist miserabel. Aber leider ist das nicht so detailliert hier wie im Fußballmanager. Sonst könnte man noch so wirklich so Trainingseinheiten. Torben Marx. Ja, genau, genau. Weißt du was? Da. Mist. Oh Mann, ey, ich muss hier hinten rauskommen. So. Mike Hanke. Ja, genau. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Ich will gar nichts sehen, ey. Ja, das war's. Was hampelt der da rum? Klasse Zuspiel. Türle. Unermüdlich versucht das, aber jetzt ist der Gegner wieder an der Kugel. Ja, richtig, richtig. Da. Fick dich. Lauf doch hinter dem Ball her. Boah. Ne, ne. Scheiße, ja, das war's. Das war's. Ja, kuschelt doch, treibt's doch auf dem Rasen. Ja, ich mach dir gleich Klick, Junge. Ich weiß, dass ich mich jetzt wieder künstlich aufrege, aber trotzdem. Also, was heißt. Hallo? Ja. Ja, der uns ja auch so viel. Ja, und dann kommen die wieder bis. Tretet mir doch den Ball weg, ihr Wichsköppe. Ja, du bist auch reif. Nee, das Spiel, in dem Spiel ist jetzt heute der Wurm drinne. Und dann hängen unsere Spieler sich gegenseitig auf Kette. Da schon wieder, da, was soll dieser Rotz? Die nennt's neue Engine, ich nenn's einfach nur Scheiße. Nein, sonst ist das Spiel ja super, aber
Nee. Mike Hanke. Oh, ich dachte, das wäre der. Oh, ich krieg hier die Polypen. Ja, das nenne ich ja mal eine geile Grätsche. So, komm. Ja, meinst du? Da, fick dich doch. Also ich hab das Gefühl, jetzt kassieren wir noch aus 4-1. Ich sehe es kommen. Jo, fickt euch doch. Ja, lauf wieder aus dem Stadion, Junge. Ja, packt euch eine Säcke und sonstige Scheiße. Puh. Ich entschuldige mich für meine Ausraste, aber das regt mich nur auf. Unser Passspiel ist irgendwie, kommt irgendwie überhaupt nicht an. Nee. Da schon wieder, was soll dieser Rotz? Die stehen überall, wo ich hin will. Da. Ja, endlich. Das war mal eine Klatsche, finde ich. 4-1 kassiert. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Unsere erste richtige Klatsche. Die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist naja, muss auch mal sein. Wie gesagt, aufregend tue ich mich sowieso immer. Auch wenn es gut laufen würde. Aber, naja, läuft halt nicht immer gut. Das war jetzt der 9. Spieltag, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der 10. gegen Hoffenheim wird hoffentlich wieder ein bisschen besser. Naja. Kaiserslautern hat mehr kassiert. Wir haben immerhin noch eins geschossen. Jo. So. Jetzt gehen wir erstmal noch weiter und gucken uns dann. Ja, gerne, Joshua. Weiter, damit wir uns dann die, Ja, De Kamar. Igor. Nein, Igor ist ein, ja, egal. Ist egal. Mal eben kurz in die Mannschaft reingucken. Teammanagement. Kader. Jetzt müsst ihr auch alle wieder. Ach, ich bin immer bei Moral. Ich wollte gerade sagen, Energie, sind sie doch alle top. Ich bin echt eine Pflaume. Egal, ich bedanke mich fürs Zugucken. Hoffe, ihr hattet bei diesem Spieltag ein bisschen, ja, Spaß zu sehen, wie ich am Verkacken bin. Aber es war immerhin gegen Leverkusen. Wo stehen die denn in der Tabelle gerade? Mal so ein bisschen jetzt da reingucken. Liga-Tabelle. Sind noch unter uns, also gut. Kann man gewinnen. Braucht man nicht. Ist egal. Gut, dann bis zum 10. Spieltag gegen Hoffenheim. Tschüss.